unseren giftigen Freund hier erfahren. So, ja, ist gut. Aufgabe für dich. Ich will, dass du die Zahl der im Zoo vorhandenen Arten erhöhst. Du solltest dazu Vivarien und Gehegetiere aufnehmen. Und du wirst entsprechend neue Vivarien und Gehege für sie bauen müssen. Na, dann mal los. Ich schaue wieder vorbei, wenn du fast fertig bist. Gut, also, Vorteil ist, es wurde fast alles gespeichert, das ist super. So, Lebensqualität. Warte, ich mach das gleich weiter. Ich schaue erstmal Sozialverhalten, soziale Gruppe. So. Das Nummer 1. Oh oh. Der kann da hochklettern. Das heißt, ich muss die weitaus höher bauen. Ja, Barriere. Weitaus höher. Nein, was mache ich denn da? Oh, gut. Ich kann es abbrechen. Ah, scheiße. Was mache ich denn da? Gut. So. Dann mache ich 8 Meter. Hä? Was mache ich hier? Und warum bist du jetzt rausgeflutscht? Platz ist zu klein. Okay, krass. Okay. Dann, das ist zu klein. Okay, es ist also zu klein. Dann. So, dann hast du jetzt ein fettes Ding. Aber, warte, aber hier habe ich keine Kletterbarriere hingebaut. Vor allen Dingen, die Bäume sind, glaube ich, viel zu nah am links. So, warte. Wieso werden die immer weggesperrt? Warte, die mache ich mal alle weg. Weil das sind ja, glaube ich, auch die falschen Beine. Wieso werden die ganze Zeit weggesperrt? Gehege ist jetzt gut. Platz. Hä, das check ich nicht. Platz ist zu klein. Also das Gehege ist zu klein. Das ist doch riesig. Und der rennt jetzt dahin und dann wird er wieder weggesperrt, oder was?
Ich verstehe es nicht. Gut, Beschäftigung. Da bekommt ihr Drehfutterspender. Hier. Futtergefäß. Bowlingkugel. Einen kleinen Ball. Ein Piano. Reibe. Ja, das brauchst du nicht. Kräuterwitterungsmarkierungs. Was? Wieso läuft er immer dahin? Hä? Junge, ich habe doch eine Klettersperre gemacht. Ja, ich weiß. Aber warum ist, wie ist das rausgekommen? Ich habe doch eine Barriere gemacht. Barriere. Hä? Ich dachte, ich hätte Barriere gemacht. Und es klettert einfach raus, das Mistviech. So. Gut. Okay, ich verstehe es nicht. Ja, wow, da ist jetzt keiner dran. Ja, halt nur halb, ne? Ja, also. Ja, Schimpansen bitte wieder zu mir. Tier entkommt. Hä? Gehege. Nein! Abbrechen. Oh Mann. Ich komme hier echt noch gar nicht klar. Gut, Ziel unterwegs. Okay. Tier aus Box holen. Beschäftigung ist immer noch zu wenig. Futter ist 100%. Pflanzen ist immer noch. Ja, habe ich ja nichts gemacht. Okay, also. Nochmal. Uiuiui. Also für den Anfang ist es, finde ich, noch ein bisschen viel. Afrikanisch. So. Lianen. Man kann fette Lianen machen. Ist natürlich geil. Warte, dann mache ich. Ups. Hier so ein Böhmchen drauf. Und dann Liane. Okay, das ist nur eine kleine Liane. Okay, das sind nur kleine Lianen. Aber die kann ich halt da dran machen. Warte, dann
Achso, ja, man kann den ja nicht nach. Ja, okay. Man kann den nicht drehen. Ja, anscheinend doch. Hä? Ach, nee, das ist blöd. Meter. Uiuiui, was ist das denn für ein Bambus? So, warte. Ich will zwischen dem Baumstamm und dem Baum eine haben. Hier, zu denen. Aber kann ich wahrscheinlich nicht, oder? Okay, doch, das muss doch gehen. So. Wo bin ich hier? Hä? Wo bin ich? So. Und jetzt mache ich hier mal auch eine. Beenden. Nicht so lang. 4 Meter. 8 Meter. Mache ich hier und den verschiebe ich. So. Warte, die da verschiebe ich auch ein bisschen nach oben. Okay. So. Gut, soziale Gruppe. Zu wenig jungen Tiere und erwachsene Tiere in sozialer Gruppe. Ja, dann hole ich mir halt nochmal Schimpansen. Das sind halt alles so alte. Den könnte ich halt noch nehmen. 19 Jahre alt, okay. Hol ich. 21 hier, komm, hol ich. Tiere sind kommen. Oh, die haben die falsche Seite. Diese Affen. Wieso ist es bei denen zum Beispiel jetzt rechts? Das verstehe ich nicht. Bei allen anderen ist es links. Ja, hier ist es auch links. I don't get it. So, ich überprüfe jetzt noch einmal die komplette Länge. Okay, alles klar. Jetzt, so, diese Ausreißer hier. Gut. Also. Der wird verlegt hier rein. Und der andere wird auch noch verlegt. Verlegt hier rein. Gut. Soziale Gruppe, also Beschäftigung ist immer noch zu wenig. Die Pflanzen sind auch noch zu wenig. Ich weiß. Ja. Ein fetter Baum. Alter, das ist ein Monster. Sehr schön.
So. Dann noch ein bisschen Vogelnesti. Ganz ehrlich, warum werden die ganze Zeit eingesperrt? Warum? Was machen die denn? Ich check es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Weil der war doch gerade hier. Da ist doch nix. Wow, das ist ja hässlich. Uiuiui, das ist ja so. Warum? Warum? Da ist schon wieder einer. Wohlbefinden 55%. Ich verstehe auch nicht, warum das Gehege jetzt zu klein ist, weil das ist doch voll riesig. Vor allem, die haben voll viel Beschäftigung hier. Futterbox. Ernährung passt, Wohlbefinden. Eieiei. Sehr schön. Ich hoffe nur, warte, der kommt jetzt auch ein bisschen runter. Ich hoffe nur, dass die jetzt den nicht benutzen, um rauszuhauen. So, gut, das passt alles, bis auf das lange Gras. Hä? Wo ist denn hier das Schlafding? Ja, genau das wollte ich. Und schon wieder ist einer weggegangen. Gesperrt worden. Ich verstehe das nicht, warum. Ich verstehe das nicht. Warum werden die ganze Zeit weggesperrt? Warum? Sozialverhalten. Also soziale Gruppe passt jetzt, aber Gehege ist zu klein oder zu voll. Das Gehege ist doch riesig. Das ist doch mega riesig. Warte mal.
Wo kann man das denn sehen? Lebensqualität? Umgebung? Hier, warte. Landfläche? Haben sie genug? Kletterfläche? Ah, okay, okay, alles klar. Kletterfläche. Bauen sie noch mehr? Das muss einem doch mal gesagt werden hier. Uiuiui, gut. Kletterfläche. Ich würde sagen, dann hauen wir hier nochmal so. X. Ja, irgendwie ist der jetzt falsch rum da drauf, aber egal, warum nicht? Ah, nee, das ist. Gut. Ich bin hier gerade etwas überfordert. Aber nur ein bisschen. Das wird sich schon noch geben. Boing, boing, boing. So, hier das da, das passt. Dann kommt, ich würde sagen, das da kommt hier drauf. Das kommt hier drauf. Nee, das sieht dämlich aus. Weg. Kleintier. Uiuiui. Das ist ein Riesending. Lieber Himmel. So, dann hole ich den Baum ein bisschen davon weg. So. So, wie geht's den Affen denn jetzt? Kletterfläche, Alter, wir brauchen so viel Kletterfläche. Da mache ich die mal weiter. An sich kann ich die ja irgendwie verbinden. Okay. Gut. Also Affen, Affen sind echt super heftig, Charger. Gut, XX, XX. So, hier. Ah, da kommt ihr doch sicher drauf. So, dann nochmal ein Stämmchen. Das ist wirklich nur ein Stämmchen. Ja, siehst du, da kommt sie drauf. Ja, knötert durch die Platte drauf. So, gut. Wieso wird er jetzt weggesperrt? Wieso?
Warum? Der hatte doch gerade so viel Spaß. Weil zu hoch ist es ja auch nicht. Ich verstehe es nicht. Gut. Vielleicht, wenn ihr das wisst, könnt ihr es mir gerne schicken. Oder schreiben. Ich weiß es wirklich nicht. Jetzt sind die alle hier drin. So, Platz geht jetzt ein bisschen hoch. Gut. Kleintier-Kletterding. Kleintier. Lemuren. Ist aber hässlich. Nee, das mag ich nicht. Zwei Meter, vier Meter. So, es geht hier jetzt zur Seite weiter. Und nochmal die sechs Meter bitte. Mal zum Baum wäre auch interessant. Ja, wobei beim Baum. Beim Baum mache ich es jetzt nicht, weil da spanne ich einfach nochmal eine Liane drüber. Die beiden nochmal verbunden. Hier Kletterbaum. Nein. Den fetten. 1 Meter, 6 Meter. Den 6 Meter bitte. Wieso werden die immer eingesperrt? Jungs! Das ist doch gemein. Ja, genau. Das ist gut. Und hier brauche ich jetzt wahrscheinlich noch den 4 Meter, nee, den 2 Meter. Nein. So nicht, mein Lieber. So. X, nochmal X. Ah ja, ein bisschen mehr brauche ich. Aber das kann ich ja jetzt auch noch machen. Und zwar nur noch 1 Meter. Ja,
Aber wieso habe ich das Klavier hängen dann? Oder das Keyboard-Dings da. So. Wieso werden die ja immer eingesperrt? Das ist echt komisch. Aber wir überziehen gerade. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Macht's gut. Bye, bye.